Ja, das ist viel Stoff, den wir jetzt ja schon ausgebreitet bekommen haben, viel zu viel für eine knappe Stunde. Komplexe Themen, die alle für sich schon komplex sind, aber eben ineinander spielen. Insofern fangen wir auch einfach direkt an. Als roten Faden durch diese verschiedenen Themen möchte ich eigentlich verfolgen, ist Außenpolitik im Moment eine gestaltende Kraft, eine der wichtigen Themen jetzt auch von Ihnen, Herr Minister Steinmeier, ist ja Ordnung und Gestaltung. Oder sind wir und wo sind wir in dieser Krise aber Getriebene? Das ist so ein bisschen, damit Sie das auch wissen, so im Grunde der rote Faden, damit wir von Thema zu Thema kommen. Und damit auch Sie, weil wir haben ja nun wirklich einfach wunderbare Leute im Publikum, die eben Sie alle viel beitragen können, würde ich an zwei Stellen unterbrechen, die Runde öffnen. Bitte dann aber um wenige und sehr genaue Fragen und ich sage jetzt mal augenzwinkernd nicht um Co-Referate, damit wir das alles halbwegs in dieser einen Stunde auch bewältigen können. Herr Asselborn, auf den Tag genau vor 2 Jahren hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen. Im Moment haben Sie in den letzten Tagen sehr drastisch vor dem Zustand der EU gewarnt, haben gesagt, ein Auseinanderbrechen in wenigen Monaten sei möglich und sogar möglicherweise könnte es zu neuen Kriegen kommen auf dem europäischen Kontinent. Was ist passiert in so kurzer Zeit mit dem europäischen Friedensprojekt? Ich bin kein Fatalist und ich will Ihnen gleich sagen, dass ich selbstverständlich an Europa glaube und auch an seine Zukunft. Aber es gibt Entwicklungen, die muss man in die Augen sehen, dass es in vielen europäischen Ländern, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, dass es Parteien gibt, die Europa kaputt machen wollen, nicht nur kaputt reden wollen und auch so handeln, indem sie, wir nehmen Le Pen in Frankreich, wir nehmen Wilders oder viele andere, das hat man zu akzeptieren, denn es gibt vielleicht einen gewissen Bruch der Bevölkerung, die Europa als einen Fremdkörper sieht und dass diese Parteien hier einschlägig so operieren. Was neu ist, was mir sehr, sehr viele Sorgen macht, ist, dass in Ländern ein Trend aufgekommen ist, dass man sich gegen Brüssel, gegen die Europäische Union in seinem Positionieren stellen muss, um Wahlen zu gewinnen. Das gibt es. Und da mache ich mir große Sorgen, wenn ich sehe, ich habe leider ein wenig darunter zu leiden als Präsident dieses Innenminister und Immigrationsminister. Diese Debatten, die wir da haben, die geben schon den Eindruck, dass wir auch in den Reaktionen, auch gestern noch in den Reaktionen, dass, glaube ich, der Begriff Solidarität und auch vielleicht die Essenz der Europäischen Union nicht richtig verinnerlicht wird. Es gibt nur eine Solidarität. Die muss geteilt werden. Man kann nicht solidarisch sein, zum Beispiel zwischen reichen und weniger reichen Ländern. Man kann auch nicht solidarisch sein, wenn es um außenpolitische Maßnahmen wie Sanktionen geht. Man muss auch solidarisch sein, wenn es um Bürden geht. Und ich glaube, Frank Steinmeier hat das richtig gesagt. Es kann nicht sein, dass nur einige Länder der Europäischen Union die Last der Migration zu tragen haben. Wenn ich das noch sagen darf, in Griechenland kommen in Lesbos in diesem Moment 10.000 Menschen am Tag an. Im Monat Oktober sind in den griechischen Inseln so viele Menschen angekommen wie im ganzen Jahr 2014 in Gesamteuropa, über 220.000. Wir wissen, dass Griechenland ein Land ist, was in einem Zustand ist, den wir alle kennen, wo wir Hilfe geben müssen. Aber auch wenn Griechenland Deutschland wäre, glaube ich nicht, dass ein Land allein das alles schultern kann. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, was die Außengrenzen angeht, eine kollektive Verantwortung sehen, dass wir auch wissen müssen, dass die Menschen, die an unsere Tür klopfen, dass wir denen Schutz geben müssen zu 28. Dass natürlich auch die Schutz fragen, sich an die Regeln halten muss und die Regeln der Europäischen Union akzeptieren müssen. Alles andere, wenn wir das verinnerlichen, werden wir zusammen Lösungen finden. Wenn nicht,
wenn wir keine Lösungen finden, dann geben wir ein Bild ab, wo Zäune, Gräben und Drähte ein Bild abgeben von einer Europäischen Union, die wir nicht wollen. Und das kann nicht die Zukunft Europas sein. Das wollen wir ja jetzt auf diesem Forum auch nutzen, wie wir genau dahin kommen. Jan Hamacek, der Vorwurf fehlender Solidarität, den wir ja jetzt auch gerade noch mal gehört haben, ist ja letztlich der, wenn man es etwas zuspitzt, dass Europa dann eine Strahlkraft hatte, als eigentlich im Grunde finanzielle Hilfen zu verteidigen waren und jetzt schwächelt, wo es um ein gemeinsames Schultern von Verantwortung geht. Der richtet sich in Teilen ja auch gegen die Visegrad-Gruppe. Für Sie jetzt und aus Ihrer Sicht, ist Europa eine Wertegemeinschaft? Und was müssten wir denn jetzt tun, ganz konkret, um diese Werte auch in dieser Krise zu verteidigen? Vielen Dank. Und ich danke Ihnen zunächst einmal dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Und ich möchte Ihre Frage gleich direkt beantworten. Ich denke nicht, dass wir unsere Werte als europäische Gemeinschaft nicht hochhalten. Wir halten uns an unsere Kernwerte. Und das ist auch der Grund, warum in den Veränderungen in unserem Land wir beitreten wollten. Wir wollten zurückkommen in eine Gemeinschaft von Nationen, die die Werte teilen, die wir selbst für uns als essentiell betrachten. Was nun die Krise betrifft, hier brauchen wir eine europäische Antwort. Wir können das nicht alleine lösen. Es gibt keine nationale Lösung für die Einwanderungskrise. Wir müssen die Debatte führen auf europäischer Ebene. Was ist die richtige Lösung und welche Schritte sind dafür erforderlich? Unser Land und auch unsere Nachbarländer in der Visegrad-Gruppe sind Teil dieser Debatte. Wir legen unsere Argumente vor und es gibt eine demokratische Entscheidung. Sie wurde getroffen vom Europäischen Rat und wir haben die Entscheidung akzeptiert. Ich denke also hier nicht, dass mein Land hier Schuldzuweisungen verdient. Wir haben noch eine gewisse unterschiedliche Meinung. Wir denken nämlich, dass das Quotensystem nicht die Lösung ist für die gegenwärtige Krise. Wir sind der Meinung, die einzige mögliche Lösung liegt darin, den Einwandererstrom zu begrenzen und das so zu tun, indem wir in den Ursprungsländern eine Lösung der Problematik anstreben und dass wir gemeinsam unsere Grenzen schützen. Wie Herr Steinmeier gesagt hat, wir müssen natürlich auch unsere bisher erreichten Leistungen wie den Schengen-Raum schützen. Also wie ich gesagt habe, wir sind bereit, die Entscheidung zu respektieren, auch die Quoten. Das Einzige, was es noch zu lösen gilt, ist, wie kriegen wir die Leute dahin und wie halten wir sie dort? Und wir haben ein Beispiel. Teil unseres Beitrags zur Lösung ist das Medivet-Programm, also ein Programm für die kranken Kinder aus Syrien. Wir haben die ersten Familien nach Prag gebracht, haben ihnen Gesundheitsversorgung in unseren Krankenhäusern angeboten. Und eine der Familien ist gleich am nächsten Tag schon wieder weggegangen und hat sich in Richtung Deutschland aufgemacht. Wie gesagt, wir sind bereit zu helfen und offen gesprochen, jeder Asylsuchende, der sich an uns gewandt hat, der hat Asyl bekommen. Aber leider sind das nicht mehr als 100 Menschen gewesen. Auswegen aus dieser Krise. Bleiben wir noch kurz bei der Zustandsbeschreibung. Und die Zustandsbeschreibung ist eben so, dass durchaus und nicht nur von Ländern wie Ungarn, auch Deutschland mangelnde Solidarität vorgeworfen wird. Und bei der Frage auch gefragt wurde, waren wir wirklich, hatten wir den europäischen Teamgeist in einer Zeit, als die Flüchtlingskrise noch vor allem ein Problem der Italiener und der Griechen war und als Dublin III eben noch sehr nützlich auch für Deutschland war. Wie würden Sie das sehen? Sehen Sie da durchaus auch selbstkritisch zurück? Ich weiß gar nicht, ob die Beschreibung so richtig ist, weil wir ja auch schon zu Zeiten, Kollege Asselborn erinnert sich, als die Mehrzahl der Flüchtlinge noch nicht über die Westbalkanroute kam, sondern über die Mittelmeerroute, über Italien, den Eindruck hatten, dass viele derjenigen, die in Italien ankommen, den Weg nach Nordeuropa suchen. Einige nach Österreich, viele nach Deutschland und Schweden war auch schon Zielland von Flüchtlingen aus Afrika. Die Route über das Mittelmeer hat nicht mehr dieselbe Bedeutung und insofern hat sich auch die Zusammensetzung
der Flüchtlinge geändert. Das heißt, wir haben über die Mittelmeerroute aus Afrika vorwiegend klassische Armutsflüchtlinge aus Senegal, Ghana, Nigeria, die ihren Weg nach Europa gefunden haben. Mit der stärkeren Bedeutung der Westbalkanroute hat sich auch die Zusammensetzung und die Fluchtgründe stark verändert. Ich will sagen, es waren dann zu einem ganz hohen Prozentteil in der Tat Flüchtlinge, die Schutz vor Gewalt und Krieg im Mittleren Osten gesucht haben. Für einige Wochen, einige Monate sogar Flüchtlinge aus dem Westbalkan, wo wir aber sehr schnell reagiert haben und in Gesprächen und auch mehreren Besuchen, die ich damals in den Westbalkanstaaten gemacht habe, es, glaube ich, hingekriegt haben, dass die Fluchtbewegung aus den Westbalkanstaaten wieder deutlich zurückgegangen ist. Aber die aus Syrien und den Flüchtlingslagern rund um Syrien ist hoch geblieben. Und ich kann mich jetzt eigentlich nicht erinnern, dass es auch nur den Vorwurf gibt, dass Deutschland da mangelnde Solidarität gezeigt hätte oder sich den Grundsätzen der Humanität nicht verpflichtet gesehen habe. Das, was ich zuletzt auch in New York auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen oder beim Besuch des Flüchtlingskommissars in der vergangenen Woche hier erlebt haben, klingt eher anders. Gucken wir jetzt nach vorne, nämlich auf die Möglichkeiten, die wir haben zur Bewältigung dieser Krise. Herr Asselborn, Sie haben gestern ins Spiel gebracht die Möglichkeit von sogenannten Bearbeitungszentren. Dahinter steht ja die Idee zu sagen, dass eben Flüchtlinge nicht erst bei ihrer Ankunft in der Europäischen Union im Grunde registriert, aber auch möglicherweise dann zurückgeführt werden, sondern schon auf ihrer Reise, also im Balkan außerhalb der EU. Ist das ein verzweifelter Versuch, gegenzusteuern, ein kleines Rad, oder sind es genau kleine Schritte wie diese, die uns jetzt zumindest helfen, weiterzukommen? Wir haben die Relocation, diese Frage haben wir dank den Verträgen haben wir gelöst. Wir sind auf einen Punkt gekommen, wo wir die Verträge haben applizieren müssen und abgestimmt. Und ich glaube, das, was der Kollege aus der Tschechischen Republik sagt, ist wichtig. Das sagen nicht alle der 21, dass das auch akzeptiert wird. Das ist, ich sage das noch einmal, wenn eine Abstimmung stattgefunden hat, ist das europäisches Gesetz, was alle Mitgliedstaaten zu akzeptieren haben. Das Zweite ist, das ist die wichtige Frage, wie können wir diesen Rahmen, den wir geschaffen haben, mit Relocation, mit kollektiver Verantwortung an den Außengrenzen, wie können wir den umsetzen? Wir haben ihn ja erst symbolisch umgesetzt, mit diesen 30 Menschen nach Luxemburg und den 18 nach Schweden und so weiter. Gestern saßen wir zusammen und ich habe versucht, als Präsidentschaft auch dieses Treffen einzuberufen, um zu sagen, wir können ja nicht die öffentliche Meinung, wir können nicht Europa, wir können nicht ein Schema schaffen und dann auf einmal dabei stehen und versagen, wenn es umzusetzen ist. Aber es ist unheimlich schwierig. Sie müssen in Lampedusa gewesen sein und in Lesbos gewesen sein, um zu sehen, was sich abspielt. Die Menschen kommen in Lesbos an, werden auch registriert, Fingerprinting, alles geschieht. Das ist nicht das Problem. Das kann verbessert werden mit Eurodac und so weiter. Dann nehmen Sie das Schiff in Lesbos. 9 Stunden brauchen Sie bis nach Piräus. Da gehen 2 Schiffe, glaube ich, am Tag, kommen jedes Mal 3000 Menschen mit. Diese Menschen kommen aus dem Festland an und dann gibt es keine Struktur in Griechenland, auf dem Festland, um sich diesen Menschen anzunehmen. Und was geschieht, das sind die Menschen, die dann direkt Richtung Albanien, Richtung Mazedonien unterwegs sind. Und das sind die Menschen, die wir auch mit den Papieren aus Griechenland, hier in Deutschland oder in Schweden wiederfinden. So, jetzt müssen wir schauen, ist Griechenland imstande, das alleine zu schaffen? Wir sind mit UNHCR nahe dran, dass diese wirklichen Hotspots auch außerhalb der Inseln zwischen der Türkei und Griechenland, dass die funktionieren, dass die eingerichtet werden. Das soll bis Ende des Monats fertig sein. Die ideale Vorstellung ist, dass man hier 10, 20, 30.000 Menschen sammeln kann, mit ihnen in Würde reden kann, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass ihre Kinder versorgt werden und dann die Relocation-Prozedur anzufangen. Ihnen zu sagen, ihr kommt in dieses Land, das gibt es aber jetzt noch nicht. Darum der Versuch, und ich hoffe, dass es greift, dass wir sagen, was Ihre Debatte, die ihr in Deutschland hattet, dass man die auch auf die Transitländer appliziert
und das sind ja schreckliche Wörter, diese Hotspots und diese Processing Centers, aber dass man auch zwischen Griechenland, sagen wir mal, und Deutschland, dass es auch da Zentren gibt, wo die Menschen, sagen wir mal, vielleicht 8 Tage oder 10 Tage können in Würde leben und dass man auch von da aus kann diese Relocation dann machen. Wir sind erst bei 160.000, aber wenn wir diese 160.000 fertigbringen würden, dann wäre auch die Debatte über einen permanenten Verteilermechanismus wieder, sagen wir mal, realistischer. Da möchte ich auch genau hinkommen. Herr Steinmeier, Sie hatten gerade in Ihren Eröffnungsworten gesagt, wenn wir es schaffen würden, die Außengrenze, ein neues Verhältnis von Außengrenze und Binnengrenze zu schaffen, könnten wir möglicherweise auch die Länder, die im Moment sich dem Prozess einer gerechten Verteilung noch entgegenstellen, im Grunde mit wieder aufnehmen. Was genau soll das konkret heißen? An was denken Sie da? Erstens in Ergänzung zu dem, was Jean Asselborn eben gesagt hat, ich glaube, wir werden Griechenland, Italien und andere nur dann überzeugen können, diese etwa 50.000 Aufenthaltsplätze für Flüchtlinge auf dem Festland in Griechenland dann zu schaffen, wenn wir ihnen gleichzeitig garantieren, dass es hintendran einen, wie Asselborn gesagt hat, Relocation-Prozess gibt, will sagen, dass wir den Griechen auch sagen, was mit den 50.000 Menschen, die dort in einem Aufnahmelager zunächst aufgenommen, registriert werden, betreut werden, anschließend geschieht. Die Zögerlichkeit in Italien und Griechenland ist verständlich, weil sie im Augenblick noch nicht wissen, ob die Menschen, die sie dort beherbergen, dann alle in Griechenland bleiben müssen oder ob es uns gelingt, die in Europa tatsächlich zu verteilen. Das ist der Zusammenhang. Darum der schlichte Vorwurf an Griechenland oder Italien, wie er auch gelegentlich hier in Deutschland erhoben wird, ist nicht ganz gerechtfertigt, weil beides zusammengehört. Ich benutze dieses Wort der Hotspots gar nicht, diese Aufnahmezentren auf der einen Seite und der Relocation-Prozess auf der anderen Seite, das gehört eigentlich zusammen. Insofern brauchen wir beides. Das Zweite ist ja auch kritisiert worden, sind Verabredungen mit der Türkei. Es ist ja gar keine Frage, aus welchen Gründen auch immer, wir brauchen Verabredungen mit der Türkei, dass weniger Menschen völlig ungeordnet den kurzen Seeweg von der türkischen Festgrenze auf eine der griechischen Inseln finden. Und insofern glaube ich, Wahlen hin oder her und ob uns die gegenwärtige innenpolitische Situation in der Türkei gefällt oder nicht, wir werden solche Verabredungen brauchen. Und ich finde, da sollten wir einen erwachsenen Blick drauf werfen und nicht so tun, als hätten wir da große Alternativen. Wir werden zu Vereinbarungen mit der Türkei kommen. Warum? Und dann bin ich beim Außengrenzenschutz, weil wenn die Menschen sich im Augenblick in ihren Gummibooten, die ja je härter die Witterung jetzt im Winter wird und der Wellengang höher wird, ein nicht mehr absehbares Risiko für Leib und Leben ist, wenn die Leute erst auf dem Meer sind, dann besteht gar keine andere Möglichkeit und eine humanitäre Verpflichtung, sie aufzunehmen und aufs europäische Festland zu bringen. Insofern wird deutlich, wir brauchen Frontex, wir brauchen aber auch Verabredungen mit den Nachbarstaaten, zum Beispiel der Türkei oder, wenn ich nochmal auf die Flüchtlinge aus Afrika kommen will, das ist auch im Grunde genommen der Sinn des Valletta-Gipfels, der jetzt in diesen Tagen stattfindet, wo wir versuchen wollen, nochmal nicht abzuschotten, sondern wo wir gemeinsam mit den afrikanischen Staaten, die ja ihre junge Generation, das sind ja meistens die Leistungsfähigeren, die sich auf den Weg geben, wo die afrikanischen Staaten diese junge Generation ja gar nicht verlieren wollen, wo wir gemeinsam nach Gründen suchen auf diesem Valletta-Gipfel, Gründen für die Flüchtlinge zu Hause in ihren Ländern zu bleiben, um beim Aufbau ihrer Länder tatsächlich mitzuhelfen. Das sind die drei Aspekte, die vielleicht zusammen eine Antwort auf Ihre Frage sind. Dann gebe ich die direkt mal an Jan Hamaschek weiter. Wäre ein besserer Schutz der Außengrenzen auch eine Möglichkeit, Ihr Land und die anderen Partnerländer der Visegrad-Gruppe und andere, die Fragen an diesem Prozess im Moment haben, doch zu überzeugen, sich stärker zu engagieren bei einer gerechteren Verteilung auch der Flüchtlinge und einer Umsetzung der Quoten? Und zum Zweiten, wären Sie denn auch bereit, Ihr Land jetzt bereit, mehr beizutragen, Frontex stark zu machen? Wir haben das ja eben gehört, es ist auch da bei der Finanzierung, bei dem Personal, was gestellt wird.
im Moment nicht balanciert verteilt. Also wäre das ein Weg? Yes, well, first of all. Ja, erstmal bin ich froh, dass der Minister die Türkei erwähnt hat. Ich glaube, die Türkei ist absolut ein wichtiger Partner für die Lösung dieser Frage. Und offen gesagt verstehe ich nicht, warum das so lange gedauert hat, bis wir das verstanden haben. Ich bin in Ankara im Januar dieses Jahres gewesen und ich habe Herrn Erdogan getroffen dort und er hat gesagt, damals gab es mehr als 2 Millionen, fast 3 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Und die Kosten für die türkische Wirtschaft war ungefähr 5 Milliarden Dollar pro Jahr und die einzige Hilfe von der EU waren 200 Millionen Euro. Also ich bin froh, dass wir diese Frage erkannt haben und dass wir auch ein substanzielles Paket geschnürt haben, um also diese Situation in den Lagern zu verbessern. Aber wir sollten auch etwas vermeiden. Dinge wie zum Beispiel, was vor kurzem geschehen ist, also die Leute, die also Essen in das Camp bringen, dass sie kein Geld mehr haben und dass diese Situation dann beigetragen hat zu der Welle der Flüchtlinge, die sich in Bewegung gesetzt haben. Also die Arbeit mit Türkei ist unwahrscheinlich wichtig und ich bin sehr froh, dass die EU und Deutschland sich dieser Frage widmen. Und was also den Schutz der Grenzen anbelangt, ich bin da absolut einverstanden, es muss eine komplexe Lösung geben. Erstens, also die Verteilung derer, die schon in der EU sind. Und das kann also nicht mit vier Ländern abgewickelt werden. Aber ein Teil der Lösung muss auch sein, also eine bessere Schutz unserer Außengrenzen. Natürlich werden da Kosten Menschen anbelangt, die dort arbeiten. Das sind natürlich Kosten. Wir können natürlich helfen. Wir haben schon geholfen mit unserer Polizei in Ungarn. Wir haben mit unserer Polizei in Slowenien geholfen und wir werden auch mehr beitragen dazu. Und wir werden also Ressourcen zur Verfügung stellen, auch noch in Jordanien und anderswo. Und das ist einfach ein Teil der Lösung. Und wir müssen ein Teil der Lösung sein und wir versuchen nicht, uns davon zurückzuziehen. Also wie ich gesagt habe, es muss eine komplexe Lösung geben und ein starkes Element ist der Schutz der Grenzen und da sind wir bereit, die Last zu teilen. Dazu gehört, wenn wir über die Türkei reden, ich glaube, die Türkei ist im Grunde genommen auch überrascht worden durch eine zweite Migrationswelle. Ich will sagen, mehr als 2 Millionen Menschen haben zunächst Aufnahme gefunden in der Türkei und die Türkei beklagt zu Recht, dass die Europäer das vielleicht nicht mit genügend Respekt gewürdigt haben. Aber es ist ja dann etwas passiert, was die Leute veranlasst hat, nicht länger in der Türkei zu bleiben, sondern aus der Türkei aufzubrechen Richtung Europa. Und ich glaube, das sind zwei Prozesse oder zwei Gründe mindestens, die wir im Auge haben müssen. Erstens, dass es aus welchen Gründen auch immer eine katastrophale Versorgungssituation in den Flüchtlingslagern gegeben hat. Der UNHCR hat und das World Food Programm hat 50% seiner täglichen Rationen kürzen müssen, was dazu geführt hat, dass die Leute wirklich hungerten und deshalb nach Alternativen gesucht haben. Und das Zweite, was ich wirklich persönlich erlebt habe bei den Besuchen in den Flüchtlingslagern, in Jordanien zum Beispiel, ich bin vor vielleicht 3 Jahren das erste Mal da gewesen. Die Leute lebten unter Fetzen. Nicht mal Zelte und erst recht keine Container. Aber jeder wollte nach Hause zurück. Jetzt, als ich in diesem Jahr da war, war die Situation im Lager sehr viel besser. Kaum noch Zelte, alle in Containern. Aber nach 5 Jahren Bürgerkrieg hatte kaum noch jemand die Hoffnung, dass in Syrien jemals wieder Zustände herrschen, in die man zurückkehren kann. Das heißt, der Verlust von Hoffnung war ein entscheidender Grund, warum es diese zweite Wanderungsbewegung gegeben hat, aus den Ländern heraus, in denen die Flüchtlinge zunächst Aufnahme gefunden haben. Und das sollten wir nicht ganz unterschätzen. Und das macht die Lösung für Syrien umso dringlicher. Lassen Sie uns kurz bei der Türkei noch bleiben, Herr Asselborn. Sie sind sich alle drei einig, Türkei ist ein ganz wichtiger Schlüssel für eine Lösung. Gleichzeitig kommt heute der mit Spannung erwartende Fortschrittsbericht der EU raus und was man hört, ist er wenig positiv. Zitat
spricht von bemerkenswerten Rückschritten bei der Durchsetzung demokratischer Grundrechte. Jetzt kommen wir zu dem Thema getrieben sein oder gestalten. Wie abhängig, wie, ich sag mal überspitzt, möglicherweise auch erpressbar ist denn eine Europäische Union, die Türkei braucht bei der Lösung dieser Frage? Ich war im Dezember 2004 dabei, als die Türkei einstimmig damals zu 25, dass wir gesagt haben, wir nehmen Beitrittsverhandlungen an. Es war aber von Anfang an, sagen wir mal, eine Dialektik, die sehr, wie sagt man das, auf zwei Ebenen stattgefunden hat. Das strategische Interesse und dann natürlich auch immer wieder die fundamentalen Rechte, die Menschenrechte. Ich glaube, das ist meine Überzeugung auch für die Zukunft, dass man einen kapitalen Fehler machen würde, wenn man die Gespräche mit der Türkei abbrechen würde. Nicht für, sagen wir mal, die Autoritäten in der Türkei, aber für das Volk der Türkei. Das Volk in der Türkei hat trotzdem durch diese Verhandlungen bis jetzt auch Vorteile, verschiedene Vorteile, sagen wir mal, erkämpfen können. Und wir in der Europäischen Union, wenn wir jetzt diesen Bericht lesen, der wäre nie positiv. Das wäre das erste Mal, dass er positiv wäre. Er ist selbstverständlich mit den Kriterien gesehen der Europäischen Kommission und auch des Rates, die sich nicht viel da unterscheiden, ist er das, was es ist. Aber er ist sehr positiv in der Frage der Flüchtlingsaufnahme. Und hier, glaube ich, muss man wissen, was man will. Ein Land, was 2 Millionen Flüchtlinge aufnimmt, kann kein Land sein, dem die Menschenrechte egal sind. Das ist es nicht. Und ich glaube, Frank, dass in der Türkei nicht viele Menschen aus den Lagern fortgehen, sondern die meisten fortgehen aus den Städten, wo sie leben. Da sind 1,7, 1,8 Millionen. Warum gehen sie fort? Weil sie auch sehen, dass so viele Menschen aus Syrien in die Türkei kommen und keine Chance haben, eine Perspektive in der Türkei zu haben, weil die Türkei hat selbst 10% Arbeitslosigkeit und ihnen keinen Arbeitsplatz bieten kann, die Kinder nicht in die Schule schicken kann und so weiter. Das, glaube ich, ist ein Phänomen, was dabei kommt. Wir sagen manchmal als Außenpolitiker, ich weiß nicht, ob Migration Außenpolitik ist oder Innenpolitik, höchstwahrscheinlich beides, sagen wir, dass wir pragmatisch vorgehen können. Wir sollten uns in dieser Situation vor allem mit der Migrationsfrage, wie können wir die erleichtern, nicht für uns und nicht für die Türkei, sondern für die Millionen Menschen, die unterwegs sind und vielleicht noch kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der Höhepunkt ist von der Migration. Es kann wesentlich noch anders kommen. Und darum plädiere ich dafür, dass man wirklich mit der Türkei sich jetzt zusammensetzt, dass man unsere Werte, die wir haben, und die Werte der Türkei, die anders sind, ich glaube, das weiß die Türkei auch, aber dass man so zum Beispiel die Kapitel 23 und 24 aufmachen, wo es über Justiz geht, über Rechtsstaat geht, und dass man diskutieren soll mit der Türkei, um hier auch vorwärts zu kommen. Bevor wir jetzt gleich öffnen für die erste Fragerunde, auch für Ihre Fragen, Herr Minister Steinmeier, es gibt ja, können Sie uns vielleicht denn an Ihrem Dilemma, an Ihrer vielleicht auch möglicherweise Gespaltenheit bei dem Thema Türkei teilhaben lassen? Natürlich muss man mit ihr reden. Und ich sage ja, es ist ein Schlüsselstaat, aber gleichzeitig gibt es da auch bei Ihnen manchmal Gedanken, wo es eben ein Dilemma ist zwischen, ich sage mal, Realpolitik und einer moralischeren Politik? Wer dieses Dilemma nicht spürt, der sollte nicht in die Außenpolitik gehen, vielleicht gar nicht in die Politik, sondern mit Widersprüchen zu leben, das gehört dazu, wenn man sich in die Gefährnisse der Außenpolitik hineinbegibt. Ich will sagen, es gibt doch keinen Konflikt, in dem es nicht mindestens 2 oder 3 Wahrheiten gibt und in dem Sie sich nicht entscheiden können, sich auf eine oder andere Seite zu schlagen, sondern Außenpolitik ist doch der Versuch, Dinge zu verändern, mit denen man nicht einverstanden ist. Und ich glaube, das, was bei uns manchmal in Deutschland so ein wenig komisch daherkommt und was sicherlich anders ist, wenn ich von Amazon schaue in den USA, Außenpolitik wird bei uns häufig verstanden als Belohnung für irgendetwas. Außenpolitik ist aber keine Belohnung, sondern wir sichern über Außenpolitik auch eigene Interessen. Und da, wo wir uns versuchen, ich habe ein paar Beispiele genannt, Iran, Syrien oder Ukraine, dort, wo wir uns hineinbegeben, ist ja das Wissen um bestimmte Dilemmata trotzdem zu versuchen, einen Zustand von einem unfriedlichen in einen friedlichen zu verwandeln. Wenn ich das mal mit den Worten eines syrischen Oppositionellen beschreiben darf,
der das Dilemma viel besser beschrieben hat, als ich es bis dahin beschreiben konnte, der hat uns gesagt, ja, das Problem besteht doch eigentlich darin, dass wir in Syrien alle wissen, es wird hier keinen Waffenstillstand ohne Assad geben, aber es wird in Syrien keine Zukunft mit Assad geben. Schöner und kürzer hätte ich es gar nicht beschreiben können, aber das ist ein ganz typisches Dilemma, in dem Sie sich als Außenpolitiker immer wieder befinden. Und deshalb, ja, Widersprüche zu empfinden, gehört zu dem, was man aushalten muss, aber das darf nicht bedeuten, dass man vor lauter Leiden unter Widersprüchen in Untätigkeit oder Inaktivität verfällt. Den Eindruck machen Sie alle drei hier auf dem Podium nicht. Ich würde das jetzt gerne weiten und aber in dieser Runde wirklich fragen, vielleicht haben wir Zeit für drei Fragen zu dem ganzen Komplex Europa-Flüchtlingskrise, bevor wir nämlich dann in der zweiten Runde auf Ukraine und auch das und Syrien kurz zu sprechen kommen. Also, wo gibt es denn Menschen, die, ja, hier vorne, der Herr in der ersten Reihe. Herr Steinmeier, Sie haben gesprochen über die Kultur der Zurückhaltung und ich bin überzeugt, wenn das wir unsere Softpowers benutzen, unsere sanfte Macht, aber in 2014 wussten wir, dass wir 4 Millionen syrische Flüchtlinge gibt im Mittleren Osten und nicht in Europa. Wir wussten auch, die UNHCR kein Geld mehr hat und wir wussten, dass Griechenland da nicht vorbereitet war. Was ist denn falsch mit der Umsetzung dieser Kultur der Zurückhaltung und was ist denn falsch an dem an der weichen Macht? Ich meine, wann jemals in der Geschichte der Vereinten Nationen hätte es eine Homogenität von Interessen gegeben? Der Sicherheitsrat ist ja auch deshalb so konstruiert worden, weil man wusste, es gibt in grundlegenden Fragen Positionsunterschiede zwischen den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates und deshalb hat man das Vetorecht eingeführt. Selbst wenn es das Vetorecht nicht gäbe, würde uns der Widerspruch und die Interessens- und Positionsunterschiede zwischen den am Prozess beteiligten Mächten auch ohnehin klar. Die Balance, die Frage besteht in der richtigen Balancierung zwischen dem Einsatz von Hardpower und Softpower. Und so wie in den USA diskutiert wird, ob die Entscheidung von Präsident Obama nach dem Chemiewaffeneinsatz richtig war, die Kooperation mit Russland zu suchen im Sicherheitsrat, so sehr wird natürlich diskutiert, warum wir im Angesicht fehlender Mittel, die waren erkennbar im vergangenen Jahr, dennoch nicht in der Lage waren, die Defizite beim Welternährungsprogramm und beim Internationalen Flüchtlingskommissar auszugleichen. Wenn ich das immer wüsste, dann wäre mir auch wohler, aber manchmal braucht es jemanden, der vorangeht und wir haben dann die Woche der Generalversammlung in New York genutzt, weil wir zufällig noch G7-Präsidentschaft hatten, um dann unter Inanspruchnahme unserer G7-Präsidentschaft die G7-Staaten und ein paar von denen wir angenommen haben, dass sie helfen würden, zusammengesammelt haben, zusammen an einen Tisch gebracht haben und dabei 1,8 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Das war zunächst mal eine ansehnliche Summe, die aber vor dem Hintergrund der Weltflüchtlingsbewegung und der Millionen von Flüchtlingen, die der UNHCR im Augenblick zu versorgen hat, gerade mal bis Februar nächsten Jahres reicht. Also haben wir dieses kleine Pledging-Meeting in New York gemacht, um sofort ein nächstes Zusammentreffen, was Ende Februar in London stattfinden wird, was wir gemeinsam mit den Briten, den Norwegern und den Kuwaitis veranstalten werden, um dann zu versuchen, eine etwas längerfristige Finanzierungsperspektive für den Flüchtlingskommissar und das Welternährungsprogramm hinzukriegen. Aber ich meine, die Lösungen, wissen Sie alle, fallen nie vom Himmel. Sie müssen durchgerungen werden und Sie brauchen halt ein paar Aktivposten in der internationalen Politik, die sich dann auch dafür einsetzen, um solche Lösungen zustande zu bringen.
Wir hatten ja aufgerufen, auch per Twitter Fragen einzureichen. Es kommen erfreulich viele und eine von denen möchte ich weitergeben jetzt an Sie, vielleicht Jean Asselborn. Per Twitter fragt Nikola Janovic, war es ein Fehler, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusetzen, wenn wir jetzt eben alle gesprochen haben, wie wichtig einfach auch die Türkei ist? Die sind ja nicht ausgesetzt. Wir haben nur ein wenig gestottert, was das Aufmachen von Kapiteln angeht. Das erste Mal, und Karl sitzt hier, ich glaube Frank war auch dabei, das muss 6 gewesen sein, haben wir verschiedene Kapitel blockiert wegen der Zypernkrise. Danach haben wir mühsam wieder versucht anzufangen. In Frankreich war ein Herr Präsident, der hieß Sarkozy, und als der Herr Sarkozy kam, hat er gesagt, die Türkei gehört nicht zu Europa und wir werden die Verhandlungen nicht mehr weiterführen. Es wurde also blockiert. Dann kam Herr Hollande und es wurde wieder ein wenig Durchzug gemacht. Jetzt sind wir in einer Lage, wo ich glaube, dass es in unserem Interesse ist, im Interesse der Europäischen Union, dass wir die Kapitel 23 und 24 öffnen. Allerdings, um die zu öffnen, brauchen wir 21, ob Festland oder Inseln. Alle Länder der Europäischen Union müssen mitmachen. Sonst geht es nicht. Also die Verhandlungen waren nie ausgesetzt. Sie waren nur, sagen wir, wie sagt man auf Deutsch, gestundet. Oder also sie waren irgendwie. Genau. Danke. Eine Frage haben wir noch hier vorne für diese Runde. Ja, guten Morgen. Christian Hanelten, Ostexperte der Bertelsmann Stiftung. Ich würde Sie gerne fragen, das Podium, eine Frage zum Westbalkan. Die viele Flüchtlinge kommen über die Balkanroute, viele Menschen aus dem Balkan schließen sich an als Chancensucher in der EU. Es sind viele, viele Probleme zu lösen. However, welche Chancen sehen Sie jetzt kurzfristig, um im Westbalkan als EU Stabilisierung und Hoffnungspunkte zu setzen? Vielleicht geben wir das an den Steinmeier. Ja, ich glaube, Sie haben das ja in den letzten Monaten, 2 Jahren intensiv mitverfolgt, dass gerade wir uns darum bemüht haben, den Annäherungsprozess der Westbalkanstaaten an die Europäische Union aufrechtzuerhalten, um auch zu verhindern, dass die Westbalkanstaaten nur noch sozusagen sich in Nachbarschaftskonflikten verlieren. Ich glaube, dass das durch die Westbalkankonferenzen ganz gut gelungen ist. Die eine haben wir in Berlin gehabt, die letzte gerade in Wien, die nächste wird in Paris stattfinden. Wir werden jetzt hier in aller Kürze in Berlin noch eine Zusammenkunft mit den Westbalkanstaaten beim Aspen-Institut haben. Auch eine Tradition, die wir seit einigen Jahren aufrechterhalten. Ich selbst bin viele Male unterwegs gewesen, auch nicht nur wegen der Flüchtlingsbewegung in den Westbalkanstaaten. Und vieles hat sich ja auch zum Besseren verändert, wenn ich etwa an Serbien denke, wenn ich an Albanien denke. Aber das darf nicht den Blick davon ablenken, dass Mazedonien sich in schwierigen innenpolitischen Verhältnissen befindet und dass wir in Bosnien-Herzegowina zunächst gemeinsam mit Großbritannien, dann übergeben an die Europäische Union, mühsamst einen Prozess angestoßen haben, der den Weg zu innenpolitischen Reformen wieder öffnet. Das ist auch zum Teil gelungen. Wir haben jetzt 2 Störfaktoren. Das eine ist, dass die Republik Srpska wieder mit einem Referendum zur Unabhängigkeit droht, wie Sie wissen. Ob das dazu kommt, wissen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Und wir müssen sehen, welche Dynamik das Wahlergebnis in Kroatien auf die innerstaatlichen Verhältnisse in Bosnien-Herzegowina haben wird. Das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht endgültig sagen, aber wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass die Wahl in Kroatien, die Gespräche in Bosnien-Herzegowina, die ohnehin nicht einfach waren, noch ein bisschen schwieriger gemacht haben. Insofern sehen wir die Wechselbezüglichkeiten dieser Nachbarländer untereinander in der aktuellen Politik. Wenn wir die Westbalkanstaaten allerdings jetzt alleine lassen in der Flüchtlingsbewegung, dann, glaube ich, droht der Abstand eher wieder größer zu werden. Und von daher sind wir jedenfalls bemüht, das sage ich jetzt für die deutsche Außenpolitik,
den Westbalkanstaaten nicht nur pausenlos vorzuwerfen, ihr lasst die alle durchmarschieren, sondern ihnen beim Management dieser Migrationsbewegung auch tatsächlich zu helfen. Einige nehmen diese Hilfe an. Serbien gehört ganz ohne Zweifel dazu. Andere sind da nicht so interessiert. So, jetzt würde ich gerne zur Ukraine nochmal kommen, ein weiteres wichtiges Teil. Und da ist ja nun, ich sag mal, von dem getriebenen möglicherweise Element ein sehr gestaltendes Element. Herr Steinmeier, Sie haben ja erreicht und Sie hatten gerade, Sie haben es selber erwähnt, wieder die Gespräche in der Villa Borsig, die Waffen schweigen in der Ukraine, Gott sei Dank. Und die Menschen, die ja ein großes Fragezeichen an den Minsker Prozess gemacht hatten, auch schon gesagt hatten, der sei tot, ich glaube, die gibt es im Moment ja nicht. Andererseits, wir hängen absolut im Zeitplan. Wie denken Sie, soll denn jetzt bis Januar, was muss bis Januar passieren und wie optimistisch sind Sie das denn, dass wir irgendwie klarere Gemengelage bekommen, bevor dann über die Verlängerung oder Nichtverlängerung der Sanktionen abgestimmt wird? Ja, um das nochmal vorneweg zu sagen, um gar nicht missverstanden zu werden, es besteht kein Anlass, jetzt höchste Zufriedenheit zu zeigen über den Minsk-Prozess und seine Umsetzung. Wie Sie erinnert haben, wir hängen hinter dem Zeitplan und ich unterschätze die Schwierigkeit der Fragen, die vor uns liegen, überhaupt nicht. Dennoch, was gelungen ist mit diesem Prozess seit Minsk, ist immerhin den Konflikt zunächst einzugrenzen und den eingegrenzten Konflikt Teillösungen zuzuführen. Mit Teillösungen meine ich zum Beispiel, dass es jetzt immerhin in der 12. Woche gelingt, einen Waffenstillstand einigermaßen zu halten, wobei Durchbrechungen vorkommen, aber offensichtlich nicht systematisch. Wir hatten letzte Woche Dienstag zum Beispiel einen wieder aufflammenden Konflikt am Flughafen in Donetsk, auch mit 5 schwerverletzten ukrainischen Soldaten, der am Mittwoch wieder völlig weg war. Insofern scheint das eher darauf hinzudeuten, das sind auch Provokationen, die jedenfalls keiner Systematik oder systematischen Reeskalation geschuldet ist. Das Zweite ist, dass wir den Prozess des Rückzugs von leichteren Waffen in diesen Tagen zum Abschluss bringen und dass wir nach demselben Muster jetzt mit dem Rückzug von schweren Waffen längs der Konfrontationslinie zwischen der Donbass-Region und der Zentralukraine beginnen wollen. Entscheidend wichtig, dass wir uns bei dem Treffen zuletzt hier in Berlin in der Borsig-Villa darauf verständigt haben, den Entminungsprozess einzuleiten. Denn vieles ist nicht möglich in der östlichen Ukraine, in der Donbass-Region, selbst das, was wir vereinbart haben zur Wiederherstellung zum Beispiel der Wasserversorgung oder zur Wiederherstellung von beschädigter Infrastruktur bei Straßen und Schienenverkehre. Vieles ist nicht möglich, weil es eine extreme Verminung des gesamten Geländes gegeben hat, das Gelände, das jetzt entmint werden muss. Dazu brauchen wir eine Grundsatzvereinbarung zwischen den Konfliktparteien, die jetzt bis zum Ende des Monats stehen soll. Dann wollen wir vor dem Winter noch anfangen mit der Entminung. Was soll bis Anfang nächsten Jahres geschehen? Eigentlich endet der Minsk-Prozess Ende des Jahres. Das schaffen wir erkennbar nicht. Das schaffen wir erkennbar aber auch deshalb nicht, weil wir uns Gott sei Dank am 2. Oktober bei dem Normandie-Gipfel in Paris darauf verständigt haben, die von den Separatisten einseitig angesetzten Wahlen in der Ostukraine abzusagen, zu verschieben. Wäre es dazu gekommen, das muss jeder wissen, dann wäre der gesamte Minsk-Prozess tot. Insofern war das Treffen, finde ich, ganz erfolgreich, weil es gelungen ist, gemeinsam auch mit den russischen Partnern diese einseitig angesetzten Wahlen zu verschieben. Die sollen im nächsten Jahr stattfinden. Dazu brauchen wir jetzt eine rechtliche Grundlage für die Durchführung von Wahlen. Da sind wir bei der Verfassungsreform. Auch die Verfassungsreform und das Sonderstatusgesetz. Mhm. Wir haben in Paris eine Vereinbarung getroffen, die sieht so aus, dass am Tag der Wahl in der Ostukraine das Sonderstatusgesetz vorläufig in Kraft tritt
Und wenn die OSZE bestätigt, dass das ordnungsgemäße Wahlen war, dann tritt das Sonderstatusgesetz dauerhaft in Kraft. Also insofern, dieser Prozess ist eigentlich ganz gut geregelt. Was noch fehlt, ist das Wahlgesetz, das zum Ausdruck bringt, unter welchen Bedingungen finden die Wahlen statt. Klar, dass wir einigermaßen Sicherheit brauchen dafür. Das Zweite ist, wer darf kandidieren? Welche Parteien dürfen kandidieren? Dürfen die Medien in der Ostukraine anwesend sein? Frage auch ukrainische Medien aus der Westukraine, aus Kiew. Das muss gewährleistet sein. Und ein paar Dinge mehr, sodass Sie sehen, wenn ich Ihnen das beschreibe, dass noch viel zu tun ist bis zum Januar. Aber wir haben immerhin Zeit bis zum Januar, um uns diesen Aufgaben zu widmen, und das tun wir mit größter Energie. Jan Hamaschek, wir gehen wieder Sanktionen, ob sie nämlich verlängert werden oder eben auslaufen. Das würde ja passieren, wenn man sich nicht einstimmig auf eine Verlängerung einigt. Da sind wir wieder bei Gemeinsamkeit und Solidarität innerhalb der Europäischen Union. Wie ist die Position Ihres Landes? Was glauben Sie, wird es zu einer Verlängerung der Sanktionen kommen oder ist das zu früh, jetzt darüber zu sprechen? Ja, zunächst einmal, ich stimme Ihnen absolut zu. Wenn Sie sagen, obwohl der Minsker Prozess langsam läuft, ist er ein Erfolg. Und stellen Sie sich vor, was passiert wäre ohne diesen Prozess. Also man kann allen beteiligten Ländern, einschließlich Deutschland, nur gratulieren. Wie gesagt, es läuft langsam, aber es läuft. Zum Zweiten, die Sanktionen. Ich denke, dass die Sanktionen nur ein Werkzeug sind, um das zu erreichen. Sie sind kein Selbstzweck. Wir wollen damit erreichen, mit diesen Sanktionen, dass Russland sich wieder an den Verhandlungstisch begibt und an der Lösung mitwirkt. Es ist zu früh zu sagen, ob die Sanktionen verlängert werden oder eingestellt werden. Das wird davon abhängen, ob Herr Steinmeier und alle anderen Beteiligten diese Aufgaben noch lösen können, die er jetzt vorgetragen hat. Was wichtig ist, ist das Halten einer gemeinsamen europäischen Position. Und obwohl die Debatte schwierig gewesen ist und obwohl einige Länder ihre eigenen Sichtweisen hatten und die Konsequenzen der Sanktionen für einige europäische Länder ziemlich heftig waren, haben wir doch eine gemeinsame europäische Position gehalten, und das müssen wir auch machen. Schon sehr schwierig. Sag mal, Länder, die von Sanktionen betroffen sind und andere, die da eine andere Position haben, zusammenzubringen. Ja, ich bin optimistisch, wenn denn der Gedanke der Solidarität präsent bleibt in allen Aspekten unserer Entscheidungsfindung. Da meine ich, es gibt einige mittelosteuropäische Länder, die schließlich zugestimmt haben zu den Sanktionen, wissend, dass es sie etwas kosten würde. Wir haben aber auch gesehen, dass andere Länder zum Beispiel weitermachen, zum Beispiel die Nord Stream Pipeline weiter ausbauen. Das ist natürlich eine Frage für die Öl- und Gasabhängigkeit, aber das hat natürlich die Ukraine auch, sagen wir mal, über Bord geworfen und die Slowakei übrigens auch. Das heißt, wir lassen die in der Luft hängen. Was nun die Solidarität betrifft, ja, es ist wichtig, aber die Solidarität muss sich zeigen in allen Aspekten unserer Entscheidung. Unser europäisches, im Moment doch ungeklärtes Verhältnis zu Russland. Russland, wir haben es eben gehört, in Teilen wieder mit am Tisch und bei der Suche nach Lösungen, in anderen Teilen noch Teil des Problems. Wie würden Sie im Moment sagen, haben wir ein noch immer ungeklärtes Verhältnis zu Russland? Sind wir noch im Konfliktmodus oder schon eigentlich auf dem konsistenten Weg raus aus dem Konfliktmodus? Wenn ich ein Wort sagen darf zur deutschen Außenpolitik aufgrund von dieser Frage. In der ganzen Debatte, die ja jetzt seit, glaube ich, Februar 2014 läuft über das Geschehen auf der Krim und der Ukraine, gab es immer in der Europäischen Union in der Debatte Länder, ich respektiere das, die mit der Faust vorgehen wollten, andere mit der Hand. Und ich muss sagen, nicht weil er mein Freund ist, aber dass Frank Steinmeier sehr oft und zusammengebracht hat, alle gesagt hat, komm, wir machen es mit Verstand. Wir können uns nicht so fixieren, dass wir alle Kanäle mit Russland zumachen,
sondern Diplomatie erfordert, dass man auch an den Tag danach zu denken hat. Ich glaube, das ist sein großer Merit, also seine große Verdienst, um das gemacht zu haben. Das Zweite ist jetzt... Das hatten wir jetzt nicht abgesprochen, Frau. Ja. Also, wenn ein Kleiner ein Großer lobt, das darf geschehen. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ich habe selbst, und ich war schon vor Frank Außenminister, bevor er das erste Mal wurde, 2004, ich habe andere Momente zwischen Europa und Russland erlebt. Und das waren keine schlechten Momente. Es kam dann Kosovo, es kam diese unsägliche Missile-Defense-Geschichte, es kam natürlich Georgien und jetzt. Ich bin überzeugt, dass Präsident Putin in Paris eingesehen hat, dass er reagieren musste auf den Antrag auch der Europäer in der Minsk-Gruppe, vor allem, dass man diese Wahlen der Separatisten nicht abhalten kann. Das ist eine der Momente, wo er, glaube ich, aber auch an die Zukunft gedacht hat und auch an die Sanktionen. Die Sanktionen tun zum Teil Europa weh, sie tun aber auch Russland sehr weh. Das muss man so sehen. Und nicht nur der russischen politischen Führung. Darum ist es jetzt, wo Minsk trotzdem in einer Phase ist, wo man etwas erreichen kann, finde ich es in der Europäischen Union nicht angebracht, dass man jetzt schon Beschlüsse fasst, die über den Januar 2016 hinausgehen. Man sollte pragmatisch auch hier vorgehen, Russland, Syrien, mit all den Partnern, die zusammensitzen. Wir wissen, dass Amerika und Russland, Saudi-Arabien und Iran die wichtigsten Partner höchstwahrscheinlich sind. Und all das ist ja auch im Interesse Europas, wenn wir eine Lösung in Syrien jedenfalls anpeilen könnten. Darum auch hier pragmatisch würde ich sagen, jetzt nicht voreilig schon sagen, wir müssen einfach weitermachen, wie es jetzt ist. Sanktionen sind, der Franzose sagt, ce n'est pas une fin en soi, sondern kein Selbstzweck, man muss darüber hinaufhören. So, wir nähern uns leider ja schon dem Ende unserer Runde und deshalb würde ich gerne noch mal Fragen annehmen. Jetzt aber dann zu dem Verhältnis Ukraine bzw. Russland und Europa. Wer will sich, der Herr da in der dritten Reihe möchte sich dazu äußern? Bitte kurze Frage. Dr. Nasser Hariri, a member of political. Ich bin Dr. Hariri, ich bin Mitglied der Syrischen Nationalen Koalition. Der wichtigste Grund der Flüchtlingskrise sind ja auch die Repressionen und der Mord, die das syrische Regime begeht. Wir brauchen eine politische Lösung. Ein weiterer Grund ist natürlich auch die russische Intervention. 15.000 zivile Bevölkerung mussten ihre Heimat verlassen, sind in die Türkei gegangen. Was werden Sie machen, wenn die Wiener Gespräche fehlschlagen und wenn es keine erfolgreiche Lösung gibt in den nächsten Wochen? Ich kann ganz kurz und ganz einfach sein. Wir müssen größten Ehrgeiz darin legen, dass diese Wiener Gespräche nicht scheitern. Denn uns ist natürlich völlig klar, wenn der Krieg weitergeht, wenn die Zahl der Opfer sogar noch erhöht wird, wenn ungezielt Gruppierungen angegriffen werden, ohne dass wir uns darüber verständigt haben, wer wirklich zu den radikal-islamistischen, terroristischen Gruppierungen gehört, dann wird der Konflikt weiter eskalieren. Das müssen wir verhindern. Und deshalb war auch die erste Aufgabe, die wir uns in Wien gegeben haben, die, dass wir uns innerhalb der Gruppe, und das meint nicht nur USA und Russland, sondern gerade auch die Beteiligten aus den Golfstaaten, darüber verständigen, wer sind ISIS, Al-Nusra und die sogenannten Alikes. Wer kämpft an deren Seite? Um dann eine Verständigung darüber zu finden, mit wem wir versuchen, in einen geordneten Waffenstillstand zu gehen und wer weiterhin bekämpft werden muss. Das ist die erste Aufgabe, die gelöst werden muss und die jetzt sicherlich ganz am Anfang steht. Ich hoffe, bin weit davon entfernt zu sagen, dass ich die politische Lösung schon vor Augen habe oder dass wir
einen nationalen Waffenstillstand in Syrien organisiert bekommen. Das wird nicht geschehen. Aber mit denen, die am Tisch sitzen, eine lokale und regionale Beruhigung des Konfliktes einzuleiten, scheint mir immerhin möglich, und das ist angesichts des Leidens der syrischen Bevölkerung viel. Noch eine, wir hätten Zeit noch für eine Frage aus dem Publikum, nehme ich den Herrn hier der linken Seite. Thank you. Vielen Dank. Ich bin Research Fellow an einem chinesischen Think Tank. Meine Herren Minister und Abgeordnete, Sie haben sehr viele wichtige Krisen erwähnt hier in Europa, und ich würde hier gerne sagen, fragen wollen, wie sieht es aus mit den politischen Eliten in Europa? Wie denken Sie, ist die Logik all dieser Krisen? Wir haben nicht nur die Schuldenkrise, wir haben jetzt die Flüchtlingskrise, die Krise in der Ukraine. Gibt es da irgendwo eine kollektive Logik, die all diesen Konflikten, diesen Krisen unterliegt? Und wie sieht es aus mit dem Krisenmanagement in Europa? Wenn ich mich richtig erinnere, haben vor einigen Jahren bereits die Italiener die Flüchtlingskrise angesprochen auf der EU-Ebene, aber da kam kaum eine positive Reaktion. Damals war die Schuldenkrise einfach überwältigend. Also wie gesagt, gibt es irgendwo ein gesamtheitliches Krisenbekämpfungsmodell, damit man eben künftige Krisen auch abwenden oder schon voraussehen kann? Dass diese Nervosität in der Welt mit irgendeiner Taktik oder Strategie zu erklären ist. Ich weiß nur eins, und das hat mich sehr beeindruckt. Ich komme jetzt, ich war in Ramallah und in Gaza vor zwei Tagen. Und ich habe in Gaza das ist eine Müllhalde geworden, wo Menschen unter fürchterlichen Bedingungen dort leben. Ohne UNRWA, ohne Europäische Union, wäre Gaza nicht weiter, nicht lebensfähig. Und dann hat einer mir gesagt, von der UNRWA, als wir da standen und dieses ganze Leid da uns angeschaut haben, wenn morgen in Rafah auch nur für zwei Tage die Türen geöffnet würden, dann würden Hunderttausende aus Gaza herauslaufen, an die Grenze, irgendwie an die See kommen, ein Boot nehmen und nach Europa kommen. Das heißt, glaube ich, und das ist vielleicht die Frage, die der Herr gestellt hat, dass wir in der Europäischen Union, dort wo wir mit diplomatischen Mitteln Druck erzeugen können, dass Krisen bewältigt werden, auch die Krise des Nichtfriedensprozesses, dass wir hier uns stärker einbringen können, bevor es zu spät ist. Ich will also etwas Zweites sagen. Ich bin ja auch ein wenig mit der französischen politischen Kultur befasst. Ich habe es richtig gefunden, dass Präsident Hollande eingegriffen hat in einem gewissen Moment in Mali. Aufgrund auch von Anfragen, und das war ja auch ein Wunsch der Vereinten Nationen. Hätte er das nicht gemacht, an diesem Tag, wäre damals Mali in die Hände schon von Terroristen gefallen. Und die Konsequenzen wären auf uns auch wieder dramatisch gewesen. Darum glaube ich, wenn Sie fragen, gibt es eine Strategie? Nein, die gibt es nicht. Aber ich glaube, dass wir manchmal in der Europäischen Union versuchen, einfach die Probleme zu sagen, das wird sich schon irgendwie lösen. Wir brauchen da nicht mit Software, wie Herr Heisbrück gesagt hat, die näher zu entwickeln. Aber wir müssen das tun. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Botschaft, die man als Politiker aus einem kleinen Land vielleicht besser sieht, ohne die nationalen Interessen, sondern mit den europäischen Interessen. Jetzt sind hier auf dem Podium ja drei Verfechter von einer engagierten Außenpolitik gewesen. Als Schlussantwort, Schlussstatement, Herr Steinmeier, würde ich Sie gerne, bevor wir schließen, fragen, wenn wir in einem Jahr hier wieder zusammensessen. Wir haben den großen Bogen geschlagen über die komplexen Krisen. Wir haben angefangen mit dem Zustand der Europäischen Union. In einem Jahr, wenn wir hier wieder säßen, was glauben Sie, wäre Europa dann noch einmal stärker aus dieser Krise herausgegangen, mehr zusammengewachsen, oder würden wir noch über ganz andere Szenarien sprechen? Schlechtere. Also wenn sich die Frage auf Europa bezieht,
dann bin ich nach wie vor zuversichtlich mit Blick auf Krisen, die wir in den vergangenen Jahren hinter uns gebracht haben, überwunden haben, dann bin ich doch zuversichtlich, dass uns das auch bei der gegenwärtigen Migrationsbewegung, die ich nur ungern Flüchtlingskrise nenne, dass uns das auch bei der gegenwärtigen Migrationsbewegung gelingt. Aber es verlangt mehr Entschiedenheit nicht von Brüssel. Es wird zu Unrecht auf Brüssel geschimpft. Es verlangt mehr Bereitschaft von den Mitgliedstaaten, einen solchen Weg gemeinsamen Krisenmanagements und der richtigen Balance von Humanität und Solidarität auch zu zeigen. Ob das gelingt, kann ich nicht voraussagen, aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir weiterkommen auf diesem Weg. Das nehme ich jetzt als ein Schlusswort und bedanke mich bei Ihnen dreien auf dem Panel und bei Ihnen im Publikum fürs Zuhören und für die Fragen. Herzlichen Dank. Danke.